zwei, ein Kaffee. Wenn ihr heute nach der Vorstellung auf der Straße irgendjemand seht, der Zettel verteilt, rücksichtslos reinhauen, wie es kommt, wen es trifft. Verstanden? Also heute wird zugepackt. Ich gebe jetzt das Zeichen für den Zettel und dann verschwinden wir. Albrecht Dom, bist von Gott gesehen? Nein. Machen wir Philipps Regenschirm? Also Steine regnen. Das ist eine Frechheit. Von wem sind denn die Ferse? Das weiß keiner. Ich gehe das gleich aus. Heute aufpassen. Welche Zeit? 11 Uhr. Waren Sie im Theater? Leider nein. Ich habe hier Dienst. Der Büro war wunderbar. Wirklich, mein Herr? Sie haben was versäumt. Sie hätten jetzt drin sein sollen. Da hätten Sie Freude gehabt. Komm. König Karl auf Frankreichs Thron ist von Gott geschaffen. Doch du gleichst dem Menschen nicht, sondern mehr dem Affen. König Karl auf Frankreichs Thron ist von Gott geschaffen, doch du lässt den Menschen nicht, sondern mehr dem Affen. Das lässt sich auch singen nach der Melodie von Debüro. König Karl auf Frankreichs Thron ist von Gott geschaffen. Ja, doch, das gibt es erst doch nicht, sondern mehr dem Affen. Wo haben Sie den Zettel her? Ja, aber... Wo haben Sie den Zettel her? Im Theater. Im Theater? Ja, wurden von der Galerie heruntergeworfen, zu Hunderten. Was? König Karl auf Frankreichs Thron, wir von Gott gesegnet. Und der Philipps Regenschirm, weil sie Steine regnet. Wer hat hier gesungen? Keine Stimme gehabt, aber wir sind abliefern. Die Zettel müssen abgegeben werden. Sie kommen jetzt noch mal rein. Ich habe es ganz genau gesehen. Sie haben alle Zettel gehabt. Vielleicht genügt Ihnen der? Da ist ja einer. Lassen Sie mich los. Da müssen Sie schnell sein. Aufhalten! Aufhalten! Als Widerstand! Wie ging's? Großartig. Alle Zettel verteilt. Trotz Polizei und Spitzel. Das freut mich. Kommt er heute? Glaube kaum. Er ist unglücklich. Der Büro unglücklich? Das glaube ich nicht. Das verstehst du nicht. Er ist verliebt. Unglücklich verliebt. In wen denn? In die kleine Angèle vom Theater? Und wegen Angèle braucht er doch keinen Liebeskummer zu haben. Die ist doch in ihn verliebt. Die hört und sieht doch weiter nichts als der Büro. In eine andere Schauspielerin? Nein, nein, keine Kollegin. Höher, viel höher. Keine Gräfin. Hofgesellschaft, ganz hoch. Liebt die Gräfin ihn? Liebe, großes Wort. Ihr seid heute tüchtig gewesen, ich danke euch. Noch mehr drucken, hier sind neue Verse. Wartest du auf uns? Nein, ich will leider eins. König Karl auf Frankreichs Thron, dich trifft nie ein Degen.
Mit dem Besen wird man dich auf die Straße fegen. Demiros Verse werden Louis Philipp auf den Thron helfen. Hoffentlich wird er ein besserer König als dieser Karl. Hier, Majestät. Sie gehen im Fürst zu lang? Merkt man's? Ich auch. Waren Sie gestern Abend die Pferde der Funambule? Nein. Freche Schweine. Demiro? Ein unheimlicher Bursche. Herr Polizeipräfekt, wenn wieder vor diesem Theater freche Spottverse, singbar freche Spottverse verteilt werden, und wir erfahren nicht bald, wer der Verfasser ist, so werden wir an seiner Stelle einen unfähigen Polizeipräfekten hängen lassen. Die Polizei konnte nicht ahnen, dass die Zettel im Theater verteilt würden. Bisher wurden die Zettel stets vor dem Theater. Es soll ja gestern nach der Vorstellung im Theater der Funambule zu tollen Szenen gekommen sein. Haben Sie auch davon gehört? Nein. Seltsam. Ganz Paris spricht davon. Die nächste, bitte. Entschuldigung. Was sagen Sie denn zu dem Theaterskandal? Sie haben doch gewiss auch davon gehört. Ich beneide Sie um Ihre Gesundheit. Gehen Sie. Sie haben beim Arzt nichts verloren. Ihnen fehlt nichts als gute Laune. Amüsieren Sie sich. Lachen Sie. Ach, tun Sie nicht so. Es wird doch irgendetwas geben, was Sie aufheitert. Im Augenblick lacht ganz Paris über De Biro. Gehen Sie hin zu De Biro, ins Theater de Funambule, da lachen Sie sich gesund. Ach, alle Welt lacht über De Biro. Warum nicht Sie? Ich bin De Biro. Der Verfasser muss ein Mensch sein, der Eure Majestät furchtbar hasst. Reden Sie keine Plattheiten, Sylac. Natürlich hasst er mich. Nein, er liebt mich wie einen Bruder. Aber wer hasst mich? Wer hat einen Grund, mich zu hassen? Einer vom Adel, ein Reicher? Nein, Euer Majestät Wahlgesetz gibt Ihnen mehr, als Sie erwartet haben. Aber das Volk? Volk? Sie wollen wohl sagen, der Pöbel. Der dichtet nicht, der krakeelt. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, meine Herren, warum Prinz Louis Philipp immer einen Regenschirm trägt? Mein Vetter will sich populär machen. Und im Schatten dieses Schirmes entstehen, so vermuten wir, auch diese Verse. Herr Polizeipräfekt, lassen Sie sich einmal von Ihren Ahnungen nach dieser Richtung hinführen. Ich danke Ihnen, meine Herren, für Ihre Aufmerksamkeit. Graf Campouilly, Sie bleiben. Glauben Sie, dass ein Regenschirm sich jemals in ein Zepter verwandeln kann? Der Schirm kostet, mein Kind? 18 Francs, Herr Prinz. Königliche Hoheit. Oh, pardon, königliche Hoheit. 18 Francs. 14 Francs, mein schönes Kind. 18, königliche Hoheit. 14 Francs. Dafür können Sie den behalten. Tausend Dank. Auf Wiedersehen, mein schönes Kind. Auf Wiedersehen. Oh, pardon. Aber Sie können nichts dafür, königliche Hoheit. Die war schon kaputt. Gestern Abend, nach Schluss des Theaters, ist es hier furchtbar zugegangen. Man hat wieder Zettel verteilt. Gegen den König. Ja? Setzen Sie die Scheibe auf meine Rechnung. Tausend Dank. Ein Ehemann soll seine Frau nie aus den Augen lassen. Wo zum Beispiel ist die Gräfin heute Vormittag? Wie immer um diese Stunde beim Ballspiel. Oh, aber Elvis, was ist denn? Schon zum vierten Mal verschlagen. Merkwürdig zerstreut. Bist du vielleicht verliebt? Verliebt? Nein. Kennst du einen Mann bei Hof, in den man sich verlieben könnte? Nein, nur solche, die man heiratet. Aber in die verliebt man sich ja nicht. Aber Louison, wie sprichst du denn von der Ehe? Aber es ist doch einmal so. Meine Damen, lassen Sie sich gar nicht stören. Ich werde den beglückten Zuschauer spielen. Ein, zwei, drei. Neuer Ball. Ein.
Eins, zwei... Gräfin Grandpouilly. Majestät. Für Sie. Danke, Majestät. Oh, Verzeihung, Majestät, verschlagen. Gräfin Grandpouilly, ich rechne heute Abend mit Ihnen, Gräfin. Nach dem Cercle werde ich es einrichten, dass wir miteinander ungestört plaudern können. Ganz allein, teuerste Eloise. Ich komme, Majestät. Auf Wiedersehen heute Abend. Der Büro. Es ist schön, dir zuzusehen, wie du Ball spielst. Bist du schon lange hier? Es ist nicht schön zuzusehen, wie der König... Sei still, Lippe. Ich möchte, dass du heute Abend zu mir ins Theater kommst. Heute Abend kann ich nicht. Morgen Abend. Ich will, dass du heute Abend zu mir ins Theater kommst. Du vergisst, dass ich gesellschaftliche Verpflichtungen habe. Geht die so weit? Gib mir den Ball. Du hast ihn ausgeschlagen. Das will ich für ein gutes Zeichen nehmen. Du kommst heute Abend. Gleich zu sehen. Gleich, gleich, Louison. Du kommst? Ich komme. Hey, Louison, komm doch. Weggegangen. Er muss aber gleich zurück sein, Fräulein de Tusch. Er wollte heute seine neue Szene probieren. Immer ist er der Pünktlichste und gerade heute kam er nicht. Ich bin ganz ängstlich geworden. Ich werde auf ihn warten. Gut, Fräulein de Tusch. Du lieber Himmel. Die ganze Reihe von Ludwig XIV. Bis Karl X., 1661 bis 1830. Putzt du auch so gern Dukaten? Das kommt darauf an, welches Bildnis die Prägung trägt. Glaubst du, dass ich König werde? Du warst gestern nicht im Theater de Funambule? Nein. Gab es was Besonderes? Der Büro war nie so gut wie gestern. Er ist ein großer Künstler. Wie Philipp? Der ist mehr, viel mehr. Er bereitet deinen Plänen den Weg. Die Büro ist ein Komödiant. Aber Paris liegt ihm zu Füßen. Die Musik der Stadt, die Melodie der Straßen und Plätze. Locken klängen und Teller klappern, Pflastertrab und Händlergeschrei, Flüster der Mädchen und die erregten Debatten der Männer. Ein Wogen und Wehen, ein ewiges Gleiten und Schreien. Lärm, Lärm, aber Lärm, der wie ein Lied ist. Eine Hölle? Ein Paradies. Paris. Sei still. Wie eine Geliebte liegt mir die Stadt am Herzen. Ich will sie halten. Ich will ihr mein Dasein weihen. Sie soll glücklich sein. Sie soll blühen. Freude soll in ihr sein. Freude und Freiheit. Brausendes. Herrliches Leben, von Tag zu Tag, von Jahrzeit zu Jahrzeit.
Von heute durch die Jahrtausende bis in die Unsterblichkeit. Ein ewiges Paradies. Paris? Hast du hier gekramt? Ich habe Angst um Sie. Siehst du? Das kommt davon, wenn man in fremden Sachen kramt. Sie sind in Gefahr. Immer. Liebst du sie nicht auch? Die Gefahr. Um Gottes Willen, Frau Gräfin. Sie sind nun hoffentlich fest überzeugt, dass ich heute Abend nicht bei Hofe erscheine, sondern es vorziehe, zu Hause zu bleiben. Nun? Seine Majestät haben geruht, Ihnen seine Huld zuzuwenden. Und ich wiederhole nur meine Bitte, heute Abend zum Cercle im Schloss zu erscheinen. Sagten Sie bitte oder sprechen Sie im Auftrag des Königs? Das können Sie nehmen, wie Sie wollen. Witz steht Ihnen gar nicht. Mag sein. Wenn ich Ihnen aber als Ihr Gemahl einen Rat geben darf, die Gnade oder der Zorn eines Königs wiegt mehr als die Zuneigung eines Komödianten. Wieder ausverkauft? Direktor Pomponil wird bald Millionär sein. Noch so eine Saison? Und ich kann an der Loire Fische angeln und als Rentner leben. Das sieht dir ähnlich, Faulenz. Statt dankbar zu sein, dass das Schicksal dir einen Star wie Dubureau beschert hat. Du redest eben, wie du es verstehst. Na und was dann, wenn eines Tages Dubureau auf und davon geht? Was dann? Dubureau? Du bist ja nicht bei Verstand. Dubureau liebt das Theater. Sein Theater ist unser Theater. Unser Theater, du neunmal Pluge. Na und von seiner Liebschaft mit der Gräfin hast du wohl nichts gehört. Was? All seine schlechten Stimmungen in den letzten Zeiten stammen nur daher. Glaub mir, so fängt's immer an. Na, bald wird ihm nichts mehr gut genug sein. Na, dann würde alles so kommen, wie ich es immer befürchtete. Wie oft habe ich dich gebeten, die Büro einzuladen, nach der Vorstellung den Abend mit uns zu verbringen. Dann wäre er mehr mit Angèle zusammengekommen, die bis über beide Ohren in ihn verliebt ist. Er wäre unter Kollegen gewesen, wo er hingehört. Die Nebenloge heute noch frei? Herr de Biroux hat die Loge auf heute reservieren lassen. Aber bis jetzt ist die Dame noch nicht da. Da ist ja de Biroux. De Biroux kommt. De Biroux kommt. Hallo. Da sind Sie, Herr de Biroux. Spiele nicht. Was hat er gesagt? Er spielt nicht. Aber de Biroux, lieber de Biroux, das ist nicht ernst. Die Vorstellung ist ausverkauft. Machen Sie keine Scherze. Ich spiele nicht. Aber lieber de Biroux, ohne Sie bin ich verloren. Die Vorstellung muss abgesagt werden. Ja, ja. Oder Sie zwingen mich selbst zu spielen. Gute Idee, Pomponi. Spielen Sie selbst. Um Gottes Willen, was soll ich denn machen? De Biroux, das dürfen Sie nicht tun. Kind, das verstehst du nicht. Ich spiele nicht. Er spielt 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 nicht. Aber ich werde spielen. Oh, Pomponil, endlich sehe ich dich wieder auf der Bühne. Gabobier? Gabobier? Friseur? Los, mein Mantel? Die Schminke? Ich bin ja so aufgeregt, dass du heute spielst. Ans Werk. Die Leute wollen sich doch gerne spielen sehen. Überlegen Sie sich doch nochmal, Herr de Biroux. Red keinen Quatsch, schäle ich zum Teufel. Jawohl. Schnell, Herr Direktor, das Publikum wird schon unruhig. 5 Minuten bin ich fertig. Renard soll dem Publikum mitteilen, dass Herr Direktor Pomponi persönlich für den erkrankten de Biroux die Bühne betreten wird. Hochverehrtes Publikum, Herr de Biroux ist erkrankt und wird heute nicht spielen. Herr Direktor Pomponi, der verdienstvolle Leiter unseres Theaters, wird heute die Rolle des Büros selbst spielen. Du
Du siehst viel schöner aus als de Bureau. Heute wird sein Ruhm begraben. De Bureau, besinnen Sie sich doch. Ich kann nicht spielen. Sie dürfen das Publikum nicht enttäuschen. Es kommt doch nur ihretwillen. Wen wollen Sie sehen? Sie. Sie und keinen anderen. Sie müssen spielen. De Bureau. Eloise. Herr Direktor, Sie müssen kommen. Es ist die höchste Zeit, die Leute schlagen und sonst ist der Erbe kommen. Nur mein Sohn, ich komme. Na, was ist? Der Direktor ist soweit. Spielst du? Ja, Bühne frei. Bühne frei. Los. Schlendrian unter den Laternen. Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da. Die Nacht ist da das, was geschieht. Ein Schiff ist nicht nur für den Hafen da. Es muss hinaus, hinaus auf hohe See. Berauscht, eure Freunde trinkt und liebt und lacht und lebt den schönsten Augenblick. Die Nacht, die man in einem Rausch verbracht, bedeutet Seligkeit. Ist es nicht gefährlich, hier zu sein, Gräfin? Ich hörte, Seine Majestät, der König, haben der Hofgesellschaft verboten, dieses Theater zu besuchen. Wenn im Glase perlt der Sekt unter roten Ampeln und die Mädchen süß erschreckt auf dem Schoß und strampeln, küssen wir die Tuilerie von den roten Mündern. Amnestie, Amnestie, allen braven Sendern. Hey, die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da. Die Nacht ist da das, was geschieht. Ein Schiff ist nicht nur für den Hafen da, es muss hinaus, hinaus auf hohe See. Berauscht, euch Freude trinkt und liebt und lacht und lebt den schönsten Augenblick. Die Nacht, die man in einem Rausch verbracht, bedeutet Seligkeit. Wenn der Morgen endlich graut, hinter dunstigen Scheiben, und die Männer ohne Braut beieinander bleiben, schmieden sie im Flüsterton aus Gesprächen Bomben. Rebellion! Rebellion! In den Katakomben!
Wo ist die Gräfin? Majestät, ich bin untröstlich. Die Louise versprach mir, pünktlichst hier zu sein. Versprechungen der Frauen müssen von ihren Männern eingelöst werden. Also sorgen Sie dafür, dass wir Ihnen keine Vorwürfe zu machen brauchen. Majestät, ich will sofort alles versuchen. Nicht alles versuchen, alles tun. Die Gräfin ist schon wieder im Theater der Funambule. Ich danke dir, dass du heute gekommen bist. Gerade heute. Denn heute ist ein bedeutungsvoller Tag für dich. Nicht für mich, aber für die Liebe. Herr de Bureau. Oh, Verzeihung, bitte Ihr Auftritt, Herr de Bureau, bitte. Gaston, meine Mantel. Herr de Bureau, ich komme. Auf Wiedersehen, Louise. Auf Wiedersehen. Ich bin gleich wieder da. Feuer, die nicht brannte, die euch jetzt noch binden, wie der Gebirgswald, wenn der Wind des Sommermorgens wolstig sich in den Wipfeln schaukelt, mit all seinen Ästen aufrauscht, so regt ein neues Dasein unsere Pulse. Ich flehe dich, ich fasse deine Hand, Geliebte, weine nicht. De Biro! Voll Wollust, küsse ich sonst der Tränen diamantenes Geschmeide auf. De Biro! Glaube mir, dass wir als echte Edelsteine mir das Herz zerschneiden würden. Graf Camus spioniert von dem Theater. Oh, lächle, lächle noch einmal. Was? Graf sucht seine Frau. Und wenn du lächelst, wird das Meer, das meine Brust durchtobt, sich ebnen, um dein Lächeln nachzuspiegeln. Du musst für mich weiter tanzen. Zum Finale bin ich wieder da. Entfliehe nicht. Wohin du fliehst, da folg ich als Besiegter. Raus für mich tanzen. Sind Sie wahnsinnig geworden? Gaston, meine Hut, meine Mantel. Aber um Gottes Willen, Sie können mich doch jetzt nicht im Stich lassen. Ich ruhig, Frau Pauline. Zum Finale bin ich wieder da. Gewirro! Gewirro! Auf der Bühne scheint etwas nicht in Ordnung zu sein. Ich habe das Stück schon sehr oft gesehen. Das ist schon geschlossen. Ja, aber ich muss unbedingt hinein. Vielleicht. Bitte. Ja. Bitte sehr. Um Gottes Willen, da ist er. Hier herum. Bitte. Danke. Ich habe solche Angst. Ah.
Bouilly. Hier bei den schönen Tänzerinnen im Theater de Funambule. Wenn das die Frau Gräfin wüsste. So geheimnisvoll, er wird es nie begreifen. Wie heißt er? Georgiev. Georgiev, du bist Mitwisser eines Geheimnisses von hoher Bedeutung. Kein Mensch darf erfahren, dass die Gräfin Cabouille heute ihr Palais verlassen hat. Zeige dieses Vertrauen seiner Majestät des Königs würdig. Verstanden? Minuten beginnt das Finale. Da bist du nicht da, es muss der Vorhang fallen. Los, raus auf die Bühne, damit es weitergeht. Wir können doch nicht auftreten ohne den Büro. Nochmal. Dein freundliches Gesicht zu zeigen. Und das ist doch wichtig für dich. Nicht wahr, mein Lieber? Die Zettel müssen morgen früh an den Häusern kleben. König Karl auf Frankreichs Thron, wirst den Kopf verlieren? Doch wer keinen Kopf mehr hat, braucht sich nicht rasieren. Das ist ja unglaublich. Wer macht denn diese Verse? Wenn man das wüsste, die Polizei hat ihn noch nicht erwischt. Hat man denn gar keine Ahnung, wer den Kopf geschrieben hat? Weitergehen! Da haben Sie sich gehört, Sie sollen weitergehen! Was wollen Sie dir? Suchen Sie lieber den, der die Verse geschrieben hat, die sich über den König lustig macht. Keine Ahnung, wenn wir den Kerl erwischen, der wird aufgehängt! Sure.
schon wieder ein Vers gegen den König. König Karl, oh, hüte dich vor dem Spott der Leute, denn ein scharf geschliffenes Wort trifft durch sieben Häute. Ein verfluchter Kerl, der diese Verse macht. Dazu noch in der einzig königstreuen Zeitung. Was, mein Herr, man wird diesen unsauberen Elementen das Handwerk schon legen. Hofnachricht. Heute nach der Frühmesse begab sich seine Majestät der König auf die Jagd. Ah, getroffen. Ah. Bums! Genug für heute. Es war sehr schön. Halalin. Und jetzt zu Ihnen, Herr Polizeipräfekt. Haben Sie ihn erwischt? Noch nicht, Euer Majestät. Täglich meldet man mir neue Zettel, Zusammenhaltungen und Kundgebungen für Louis Philippe. Euer Majestät haben zum Teil selbst Schuld. Was? Wenn Euer Majestät etwas mehr dem Volke zeigen würden, leutseliger, heiter, dann wäre es um die Beliebtheit des Prinzen Louis Philippe bald geschehen. Soll ich mir vielleicht auch einen Regenschirm anschaffen? Im Gegenteil, ich werde diesen Louis Philippe mitsamt seinem Schirm lächerlich machen. Lächerlich machen? Morgen Abend auf dem Maskenfest. Wenn du mich sogar für de Bureau hältst, muss ich heute Abend auf dem Maskenfest einen großen Erfolg haben. Du? Seine königliche Wife, Prinz Louis Philippe. Vetter Louis Philippe ist nun doch gekommen. Die Birne ist da. Hat nur leider den Regenschirm nicht mitgebracht. Haben Sie alles vorbereitet, Marquise? Alles nach Wunsch. Majestät werden Ihre Freude haben. Louis Philippe ist sehr empfindlich. Die Galle wird ihm ins Blut gehen. Majestät, Gräfin Cambouillet ist soeben gekommen. Wo befindet sie sich? Im Saal, unter den Masken. Ihr Gatte, ich meine, Graf Cambouillet? Ist heute Abend noch nicht gesehen worden, Majestät. Der Büro! Sehen Sie doch auf der Treppe. Wer ist denn das? Das ist der Büro. Das der Büro, der berühmte der Büro? Ja, nicht wahr. Auf der Bühne ein Held. Und hier ein Häufchen Unglück, das nicht einmal weiß, wie es die Füße setzen soll. Und so etwas wird von den Parisern geliebt. Was macht ihr denn hier? Unter dem Aufzug? Seid ihr betrunken? Große Neuigkeit. Ihr kommt vom Maskenfest des Königs. Volles Gedränge. Interessiert mich nicht. Vielleicht doch. Da läuft einer als dem Büro herum. Was? Er trägt deinen Bühnenfang als Maske. Sie halten ihn alle für dich. Hat einen Riesenerfolg. Wer ist das? Graf Cambouillet. Ach. Sieh mal. Gaston? Hier bin ich. Nein, meinen Hut, meinen Mantel. Was hast du vor? Was willst du tun? Meinen Doppelgänger will ich mir ansehen. Schon wieder reingefahren. Der Büro. Ja. Der Büro. Ja. Der Büro. Ja. Ich habe noch mehrere Themen. Ja. Ich hoffe, Sie nächstens bei mir zu sehen. Da werde ich Ihnen meine Sammlungen zeigen. Sehr unglaublich, wie man Louis Philippe umdrängt. Sogar hier wagt man es, ihn mir vorzuziehen. Aber jetzt kommt die Abrechnung. Liebe Marquise, ist das Ballett soweit? Ich kann sofort beginnen, Majestät. Lassen Sie anfangen. Neuerdings
verliebt in einen Fahrradfühl. Er bietet euch darum reich, wie er ist, en gros. Mit seinem ganzen Charme, die schöne Schirmtableau. Man trägt in letzter Zeit den Schirm auch als Panier, wie ihr erkennen könnt an diesem Schirmspalier. Die Mode ist so schön, dass seine Majestät empfiehlt, dass man sogar zu Bett mit Schirmen geht. Neue Position, apropos Spalier. Des Königs Majestät schätzt, wie ihr seht, auch Obst. Er schwärmt für Früchte jetzt, die du und du ihm lobst. Die Birne ist die Frucht, die er am liebsten hat. Und Birnen aufzuzehren ist niemals eher zu satt. Ein ganzer Teller voll reicht kaum zum Frühstück aus. Er delektiert sich sehr bei einem Birnenschmaus. Und wer ihm eine Birne schön vierteilt zum Dessert, macht sich bei Hof beliebt und populär. Lieber Vetter, ich danke Ihnen für die ebenso originelle wie freundliche Ehrung. Ist meine Frau. Was tun Sie hier? Ich suche Sie. Sie kompromittieren mich. Ich glaube vielmehr, Ihr Gatte kompromittiert mich, wenn er sich in meinem Kostüm hier lächerlich macht. Eloise. Ich rufe um Hilfe. Aber? Ich bin nicht nur die Geliebte des Schauspielers de Beaux. Sondern auch die Gräfin Cambouis. Ach. Wenn Sie über dem einen das andere vergessen, dann... Dann? Verzeihung. Um Gottes Willen. Lasst mich jetzt nicht aus den Augen. Wenn ich das Zeichen gebe, wisst ihr Bescheid. Ja.
schwere Rolle haben Sie sich da ausgesucht. Das soll ich sein, ne? Ganz groß. Was haben Sie denn da? Komödiantenpack. Eine Frechheit. Dieser Debüro hat das Maskenfest benutzt, um sich hier bei uns einzudrängen. Unglaublich. Man bringe diesen Burschen hierher. Ich will ihn sehen. Bitte. Debüro, Sie haben mich sehr enttäuscht. Wann feuerst du? Vorhin, als Sie in den Saal kamen. Ich beobachtete Sie. Es ist etwas anderes, echtes Parkett unter den Füßen zu haben, als die Bretter der Bühne. Theater gespielt wird hier und da. Debüro. Sie sind doch Debüro. Seine Majestät der König lässt Sie suchen. Debüro. Solange ich mich besinnen kann, ist es das erste Mal in der Geschichte Frankreichs, dass ein Komödiant zum Ball an den Hof geladen wurde. Wenn es Sie beruhigt, will ich Ihnen verraten, ich bin gar nicht eingeladen. Ah! Oh. Ich bin doch Graf Cambouis. Ich habe mich nur als Debüro verkleidet. Ausgezeichnet! Aber vielleicht meine Majestät doch sehen? Nein, nein. Majestät meint bestimmt im echten Debüro. Vielleicht ist es aber doch besser, wenn ich jetzt nach Hause gehe, um das Kostüm zu wechseln. Majestät hat es bestimmt nicht gern, wenn ein Graf Cambouis in diesem Theaterkostüm herumläuft. Strengste Diskretion. Selbstverständlich, Graf. Haben Sie der Büro immer noch nicht gesehen? Nein. Er scheint vom Erdboden verschwunden zu sein. Vielleicht ist er gar nicht mehr hier. Ja, er muss doch hier sein. Da ist er! Kommen Sie mit, der Büro, Sie werden gesucht. Verzeihung, Graf Cambouis. Aber Ihre Verkleidung ist so verblüffend, ich habe Sie schon wieder für den echten der Büro gehabt. Der Büro! Folgen Sie mir ohne Aufsehen. Aber ich habe Ihnen doch eben gesagt, dass ich nicht im Büro bin. Kein Wort weiter, folgen Sie mir zum König. Ja, aber erlauben Sie mal, wie reden Sie mit mir? Ich habe Ihnen vorhin gesagt, dass ich... Graf Cambouis! Majestät, da bringt man der Büro. Was gab? Cambouis! Majestät! Der Büro! Man sucht Sie. Sie sollen sofort vor dem König erscheinen. Man bittet mich. Man befiehlt. Ah. Sagen Sie seiner Majestät, dass ich außerordentlich bedauere. Wenn der König mich zu sprechen wünscht, dann muss er mich im Theater der Funambule aufsuchen. Geben Sie ihm diese Karte. Aber Sie müssen persönlich erscheinen. Es ist Befehl des Königs. Und wenn Sie nicht erscheinen wollen, so werde ich Sie zwingen. Ist nicht allein zu haben, ist da was geschehen. Ist das alles, was Sie mir zu sagen haben, Cambouis? Und wo bleibt der echte der Büro? Der Büro gab mir diese Karte für Euer Majestät. Frech. Aber originell. Da lesen Sie. Unglaublich. Und was gedenken Euer Majestät zu tun? Sehr einfach. Ich gehe morgen in das Theater des Funambules und werde mir diesen De Bureau einmal ansehen. Hey, nicht davonlaufen. Sie spielen jetzt eine wichtige Rolle. Majestät, ich bin... untröstlich. Was hatten Sie eigentlich vor, Cambouis, als Sie dieses Kostüm wählten? Sie wollten wohl Ihre eigenen Frauen nachstellen. Majestät, Majestät, sprechen von der Gräfin. Darf ich mir die Frage erlauben? Sie dürfen. Fragen dürfen Sie. Die Antwort kann Ihnen ja die Gräfin selbst geben. Sie liebt ja dieses Kostüm. Majestät, ich werde diesen Debüro fordern. Vor meinen Degen mit ihm. Sie machen sich ja lächerlich. Damit beleidigen Sie mich. Vergessen Sie das nicht. Mit so etwas duelliert man sich nicht. So etwas urfeigt man. Aber auch nicht ohne Handschuhe. Am besten ist eine Hundepeitsche. Jawohl, Majestät, eine Hundepeitsche. Seien Sie sich stets bewusst, dass Sie ein Pair von Frankreich sind. Und de Büro ein Komödiant. Von dem erwartet man nichts anderes. Jawohl, Majestät. Im Theater sind Sie schlechter Laune, den
Kollegen, gehen Sie aus dem Wege. Herr Debüro, hören Sie mich nicht. Du schreist laut genug, mitten in der Nacht. Nacht? Es ist doch gleich Mittag. Ausgezeichnet, was gibt's zu essen? Sprechen Sie doch einmal ein ernstes Wort mit mir. Ich weiß doch genau, was alles dahinter steckt. So, du bist Kind. Eine Frau! Eine Frau, die mit Ihnen spielt. Es ein Vergnügen macht, den großen Devereaux zu ihren Liebhabern zu zählen. Hoppla, hoppla, Kind, nimm dich in Acht, ja? Nein, gar nicht! Sie ist auf dem besten Wege, sich alle zu verderben. Ihr Glück, ihre Karriere. Karriere, oder was heißt das schon? Ja, aber das ist doch das Größte, was ein Künstler sich ersehen kann. Ich weiß nicht, was ich dafür geben würde, einmal so wie Sie da oben stehen zu dürfen. Umrauscht von Beifall und Erfolg. Red doch keinen Unsinn, das ist doch kindische Schwärmerei. Illusionen, mit denen du am Kochtopf über die Bühne träumen kannst. Umrauscht von Beifall und Erfolg, wie sich das anhört. Und wie ist die Wirklichkeit? Arbeit, Sorgen, Enttäuschungen. Ein Publikum, das sich heute vergöttert und morgen vergisst. Kollegen, die auf deinen Misserfolg warten. Direktoren, die dich ausnutzen und fallen lassen, wenn du ihnen nichts mehr einbringst. Mädchen, heirate einen braven Mann. Koch ihm seine Suppe, zieh ihm seine Kinder groß, das ist Ruhe, Glück, Sicherheit. Aber geh ab vom Theater. Warum gehen Sie denn nicht ab? Ich abgehen vom Theater? Bist du verrückt geworden? Wenn Sie so denken, warum bleiben Sie dann am Theater? Weil es das Schönste ist, was es für mich auf dieser Welt gibt. Da zu stehen, wenn der Vorhang aufgeht und zu wissen, all die Menschen da unten warten nur auf dich und das, was du ihnen zu sagen hast. Du kennst ihre Sehnsucht und ihre Träume und kannst sie ihnen erfüllen. Du kennst ihr Glück und ihre Trauer und kannst sie lachen und weinen machen. Abend für Abend kämpfe ich mit ihnen, um Sieger zu sein über ihre Herzen. Sie hinzureißen, reißt mich hin. Sie lassen sich von mir leiten. Und ich führe sie dahin, wo sie glücklich werden. In das ewige Reich der Kunst. Abgehen vom Theater. Übers Knie legen sollte man dich. Heute ist der größte Tag ihres Künstlerdaseins. Der König kommt heute Abend ins Theater der Funambule, um sie zu sehen. Sie, de Büro. Er soll mich kennenlernen. Ich bitte dich, nimm dich zusammen. Du bist ernstlich in Gefahr. Ach. Seine Majestät wird in wenigen Minuten im Theater sein, um dich zu sehen. So, Liebe zur Kunst scheint ihn nicht hierher zu treiben. Nein, er weiß alles. Ach. Er ist außer sich. Mehr als das. Er scheint den Verstand verloren zu haben. Lass deine Gehässigkeiten. Wenn man Ohrfeigen und Hundepeitschen zur moralischen Beruhigung braucht. Was heißt das, Ohrfeigen und Hundepeitschen? Ich bin nicht taub. Dass du es gewagt hast, gestern auf dem Maskenfest zu erscheinen, war unverantwortlich von dir. Und hat alles verdorben. Ach, als ob es darauf noch angekommen wäre. Mein Gott, wovon reden wir denn eigentlich? Schämst du dich ja nicht? Was bist du für den König? Wie nennt man das? Ich verbitte dir, so mit mir zu sprechen. Ich bin Gräfin Cambouis. Ach, ich frage nicht danach, was du gesellschaftlich bist. Du bist eine Frau. Du aber machst Unterschied. Ihr alle macht Unterschied. Und ich frage euch, was berechtigt euch dazu? Der König kommt. Um Gottes Willen. Warum die Aufregung? Fliegst du sonst beim Erscheinen des Königs nicht zu erschrecken? Komm ich jetzt wieder raus? Gar nicht. Eloise. Was mit meinen Handschuhen? Meine Damen und Herren, dem Liebling von Paris, meinem großen Debüro ist soeben etwas widerfahren, was in den Annalen unseres Theaters unvergessen sein soll. Seine Majestät der König unterhält sich in diesem Augenblick mit meinem Debüro. Hier also hausen Sie. Ja. Interessant, interessant. Sind Sie allein hier? Wie Majestät sehen? Man sagte mir, dass Sie nie allein sind. Täglich Damenbesuch empfangen. Täglich, die Leute übertreiben. Verheiratete Damen. Damen der besten Gesellschaft. Majestät, machen wir Komplimente. Wenn nun einmal ein eifersüchtiger Ehemann hier eindringt, was dann? Dann überzeuge ich ihn davon, dass er sich irrt. Und ein Nebenbuhler, was machen Sie mit dem? Den werfe ich hinaus, wenn es möglich ist. Und wo verstecken Sie Ihre schönen Besucherinnen vor eifersüchtigen Blicken? Ah, Majestät, den selbst, das hier nicht zu verstecken ist. Sie haben
haben recht. Ich habe mir Ihr Boudoir auch viel romantischer gedacht. Ja, man macht sich gewöhnlich von Lasterhöhen falsche Vorstellungen. Und doch eine interessante Luft, diese Theaterluft. Unterscheidet sie sich so stark von der Hofluft, dass es Ihnen auffällt? Durchaus nicht, im Gegenteil. Es ist fast derselbe Duft. Ach, also doch. Ich wusste, dass ich diesen Geruch kenne. Ich glaubte, der alleinige Besitzer dieses kostbaren Parfums zu sein. Und nun besitzen Sie es auch. Ein Geschenk. Von befreundeter Hand. Von keiner feindlichen. Der ganze Raum duftet danach. Und was ist das? Geht es da zur Bühne? Nein, noch sind meine Kostüme. Alles Plunder. Ah! Reizender Plunder. Ich wusste, dass Eure Majestät meinen Geschmack teilen. Der Büro. Darf ich bitten, Madame? Ich bin Herrn de Büro dankbar für dieses unerwartete Zusammentreffen. Sollte ich seine Mittlerdienste wieder einmal benötigen, werde ich mich seiner erinnern. Die hohe Ehre Ihres Besuchs macht mich zum glücklichsten Theaterdirektor der Welt. Doch ich bitte Sie, sehr. Herr de Büro, Herr de Büro, Sie müssen sich doch anziehen. Sonst kommen Sie doch zu Ihrem Auftritt zu spät. Plunder. Um Gottes Willen, das schöne Kostüm. Wollen Sie denn anderes anziehen? Du wirst dich wundern. Herein. Ihr Büro, verzeihen Sie die Störung in Ihrem Allerheiligsten, aber ich muss Sie unbedingt einen Augenblick sprechen. Sie müssen mich einen Augenblick anhören. Königliche Hoheit wissen, dass Sie mir immer willkommen sind. So geht es nicht mehr weiter. Ihr Eifer in politischen Dingen in Ehren, aber Sie müssen sich eindämmen. Man kann nicht mit dem Kopf einfach durch die Wand. Ich verstehe Sie nicht, Hoheit. Ich bin in namenloser Aufregung. Wo ich auch hinkomme, die Leute tun so, als ob ich schon der König wäre. Ich kann nicht mehr durch die Stadt fahren. Wo mein Wagen mit den beiden Schimmeln auftaucht, werde ich sofort umringt. Die guten Leute erwarten von mir, dass ich zu ihnen rede. Ich kann das nicht. Das müssen Sie eben können, Hoheit. Das ist Ihr Fehler. Sie wollen das Richtige, aber Sie scheuen sich, die Konsequenzen zu ziehen. Sie müssen zu den Leuten reden, wenn Sie sich für Ihre Pläne gewinnen wollen. Wer etwas Großes erreichen will, muss viel wagen. Mein Freund, ich fühle es, aber... Ja, der Büro. Und dann will ich eilen. Darf ich meine Garderobe hier lassen, ja? Danke sehr, sehr freundlich. Dann kann ich nämlich gleich über die Bühne in meine Loge gehen. Vielen Dank. Wie komme ich hier über die Bühne in meine Loge? Bitte schön, Königin, bitte schön. Der Auftritt! Und Sie sind noch nicht fertig! Oh, ich bin fertig. Ich bin sogar mit vielem fertig. Gleich tritt der Bühne. Ich habe das Stück schon zweimal gesehen. Der Liebling der Pariser Damen? Aber Gräfin? Hurtig, lieber de Büro, hört ihn an mit Schweigen. Heute muss ich einmal so de Büro euch zeigen. Es gewollt die Höflichkeit, die uns stets gemeinsam, dass der Clown, der bei uns heut, sich nicht fühle einsam. Majestät!
Wehrlos ist der Komödiant für die Kavaliere. Oft sein Herz in Leiden brand, schmiere nicht die Schmiere. Mit der Peitsche dürft man ihn höhnisch zu erledigen. Doch er wird vom Leder fliehen. Vorsicht, Majestät! Und wenn man seine Degen nicht annimmt, so wird man seine Ferse annehmen müssen. Und die treffen besser. Die treffen einmal tödlich. In sein Herz! Sein Bruder scheint verrückt zu sein. Ohne Mittel ist der Staat. Steuern, Steuern, Steuern. Gelder braucht der Posten, Tag sie ihn auszufeuern. Feste Prunk und Völlerei muss das Volk bezahlen. Kocht dem König einen Brei. Majestät, dürfen nicht länger hierbleiben. Wie ihr fressen müsst, wenn ihr satt werden wollt. Aber ein recht dicken, das im Hals steckt kein Blei. Heraus, sondern am Bühneingang abholen. Jawohl, sofort. Niemand darf das Theater verlassen, bevor Demiro verhaftet ist. Hier habe ich meine Sachen hingelegt. Ich kann doch nicht ohne Hut und Mantel das Theater verlassen. Wie kann ich in diesem Tumult feststellen, wo der Büro steckt? Da ist er ja. Jetzt ist er verloren. Sie sind verhaftet im Büro. Hey, da kommt der Wagen. Aufhalten! Wir haben Eile! Guten Abend, königliche Hoheit! Louis Philippe, wann ist es endlich soweit? Parisa, man fragte mich soeben, wann es soweit wäre. Ich frage euch, ist es noch nicht weit genug? Wer von euch ist ohne Hass, ohne Furcht, ohne Angst? Ihr seid nicht mehr Franzosen, ihr seid nur noch Untertanen. Was gibt's denn hier? Wo ist euer Lachen? Und wer ist schuld an eurem Schicksal? Etwa der König? Nein! Oh, oh, oh. Franzosen, ihr selber tragt die Schuld an eurem Schicksal. Das ist doch Prinz König. König, könnt ihr keine Vorwürfe machen. Wie soll denn der hierher kommen und sprechen? Liebt ihr den König so sehr, dass ihr es nicht wagt, gegen ihn aufzustehen und die Kette abzustreifen? Nein. Jedes Volk hat die Regierung, die es verdient. Wollt ihr weiter mutlos und gewollt dahinleben? Entscheidet euch! Auf was wartet ihr noch? Unsere Stunde ist gekommen! Das Vaterland ruft euch jetzt! Franzosen, es lebe Frankreich! Polizei! Vorwärts, los! Hey. Hat auf Sie gewartet, der Doppelgänger. Hat es Ihnen gefallen? Gute Nacht, Theodor. Augenblick, Theodor.
Sie sind zu weit gegangen. Genauso hätten Sie reden müssen, Hoheit. Possen haben Sie getrieben. Ich verstehe Ihre Sorglosigkeit nicht. Das, was vorgefallen ist, ist nicht rückgängig zu machen. Es soll gar nicht rückgängig gemacht werden. Sie haben meine Rede gehalten, die mich zwingt, Sie der Polizei zu übergeben. Wissen Sie, dass Sie in meiner Hand sind? Hoheit, streiten wir doch nicht, wer in wessen Hand ist. Ja, Sie haben vollkommen recht. Mit dieser Rede haben Sie mich in die Hände des Teufels gegeben. Und da sind Sie wundervoll aufgehoben. Aber, Deburo, die Zeit ist noch nicht reif für meine Pläne. Hoheit, die Zeit ist überreif. Glauben Sie mir, der Augenblick zum Handel ist gekommen. Ihre zögernde Haltung ist unverständlich und gefährlich. Deburo, überschreiten Sie nicht Ihre Grenzen. Sie wissen, dass ich Ihre großen Verdienste für mich anerkenne. Und in nicht zu ferner Zukunft. Hoheit, bleiben wir in der Gegenwart. Ich muss fort. Sie wollen fliehen? Fliehen? Nein. Ich will nur nicht schuld sein an dem Tod eines durch eine Leidenschaft hingerissenen Komödianten. Meine Aufgabe ist beendet. Ich gehe nach England. Noch diese, ne? Nein, morgen früh. Ich fahre nicht allein. Ah. Tag. Wir kennen uns. Ihr kamt im Namen des Königs. Öffne. Zur Gräfin Combi. Es sind 500 Louisdor Belohnung auf die Ergreifung des Büros ausgesetzt. Wer ihn heute fängt, hat sein Glück gemacht. Na, ich werde es nicht sein, müde wie ich bin. Und der Polizeipräfekt, der es nötig hätte, ist zu dumm. Gute Nacht, meine Teure. Gute Nacht. Deburo! Wie sind Sie hereingekommen? Im Namen des Königs. Lassen Sie das. Man sucht Sie überall. Wie konnten Sie die auch so gehen lassen? Auf Ihrem Kopf steht eine Belohnung. Wenn man sie fände, wenn man sie hier fände, hier bei mir. Deburo, Sie müssen fort. Fliehen Sie. Deshalb bin ich hier. Was heißt das? Ich verstehe Sie nicht. Du verstehst mich sehr gut. Ich will, dass du dich endlich einmal klar entscheidest. Flieh mit mir. Dein Leben hier ist unsinnig. Du lebst neben einem Mann, den du nicht liebst, nicht lieben kannst. Du lässt dir von einem König den Hof machen, der dir zuwider sein muss. Und bei dem allem behauptest du, mich allein zu lieben. Ich liebe dich. Mann, beweise das. Komm mit mir. Wirf alles hinter dich, so wie ich es getan habe. Komm mit mir nach England. Nein. Eloise, du weißt, was dieses Nein bedeutet. Ja. So liebst du mich nicht mehr. Doch. Aber ich kann aus meiner Welt nicht heraus. Was heißt das? Was ist das für eine Welt? Eine andere als deine. Eine bessere? Eine andere. Also, Schluss? Ja. Oh, Sie machen sich das sehr leicht. Übrigens, warum auch nicht? Es ist sicher besser so. Ein König ist bequemer als ein Komödiant. Wahrscheinlich auch dekorativer. Der Büro! Ich weiß, ich weiß. Ich überschreite meine Grenzen. Ich habe zu viel gewollt. In allem. Sie konnten sich keinen glücklicheren Augenblick ausdenken, um mir das klar zu machen. Sie verhöhnen mich. Das ist die Waffe des Verratenen. Grafen Cambouis. Der Herr Graf, schlafen bereit. Vorwärts. Graf Cambouis. Zum Teufel, wer ist da? Der Büro. Der Büro? Verhaften Sie mich. Was haben Sie vor? Beeilen Sie sich. Stehen Sie auf, Graf. Ein wenig müssen Sie selbst tun, sonst lasse ich Georgiev die 500 Louisdor verdienen.
Einen Wagen habe ich unten. Und auf der Polizeipräfektur wissen Sie wohl Bescheid. Seit 6 Wochen läuft nun schon der Prozess gegen De Bureau. Heute wird das Urteil gefällt. Entweder Freispruch oder er wird hingerichtet. Etwas anderes gibt's nicht. Wenn Blut fließt, wachsen Barrikaden aus dem Pflaster wie Pizza aus der Erde. Weitergehen, meine Herren. Sie, was haben Sie denn da? Zettel. Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da. Die Nacht ist da, dass was geschieht. Das Lied ist verboten. Wie beliebt war die Büro? Geschlossen. Kein Hund bekümmert sich mehr um die Büro. Ich weiß, was ich will. Ach, keine Dummheit! Es ist doch zu spät! Was ist denn? Statt einer Woche rennt sie täglich ins Schloss zur Audienz. Sie will den König sprechen. Ihr Warten ist zwecklos. Verzeihen Sie, wenn ich Ihnen das sage, aber ich sehe Sie schon seit 8 Tagen hier vergeblich warten. Seine Majestät wird Sie niemals empfangen. Genießt die Gräfin. Womit kann ich Ihnen dienen? Ich muss seine Majestät sprechen. Gewiss, Frau Gräfin. Ich werde das sofort arrangieren. Lieber Baron, ich bin Ihnen sehr verbunden. Gräfin. Sie werden den König sehen. Es geht um Leben und Tod der Büros. Sie allein können ihn retten. Wir kennen uns so. Ich bin Angèle de Touche. Ja, ja, ich erinnere mich. Sie sind gewiss der Büros wegen hier. Ja, aber ich kann nichts ausrichten. Man hört mich nicht an. Ihnen ist es doch ein leichtes, der Büro zu retten. Der König liebt Sie. Und? Jede Bitte wird er Ihnen erfüllen. Warum bitten Sie nicht für ihn? Weil ich nicht vorgelassen werde. Bitte, bitte tun Sie es doch. Flehen Sie den König an. Ich will auch alles tun, was Sie verlangen. Ich schwöre Ihnen, dass ich De Bureau nie wiedersehen werde. Aber bitte, bitte retten Sie ihn. Wollen Sie mir De Bureau schenken? Weißt du? Weißt du? Ich spreche hier für ein junges Mädchen. Angèle de Touche. Sie wüsste gern, wie Eure Majestät über De Bureau entschieden haben. De Bureau. Morgen früh. Darf ich bitten? Die Gnadenmittel der Kirche sind ohne Ende, auch für Sie. Wenn Sie bereuen und der weltlichen Hoffart entsagen, die Sie verblendet hat. Ihre Worte wiegen schwerer als die Sache, um die es geht. Um die Eitelkeit eines Königs und die Dummheit eines Kommandanten. Dieses Entscheiden liegt bei Gott. Von Ihnen wird nichts verlangt, als in Demut alle Sünden zu bekennen. Denn dem Reuigen steht der Himmel geöffnet. Und wenn nur einer die Welt mehr liebt als den Himmel? De Bureau. Ich tue das. Was geben mir sonst das Recht, einen König zu hassen, der seinen Untertanen diese irdische Welt zur Hölle macht? Denn den Himmel könnt ihr ihn ja nicht rauben. Ich werde für Sie beten. Ach. Möge Gott Ihr verstocktes Herz aus dieser unseligen Verstrickung lösen. Morgen, wenn die Sonne sinkt, werden Sie nicht mehr sein. Na also, warum dann noch beten? Versündigen Sie sich nicht noch mehr. Wenn Sie an die Kraft Ihrer Gebete glauben, dann bitten Sie Gott, den Franzosen einen besseren König zu geben. Das scheint mir notwendiger als meine Seligkeit. Kopf hoch. Angèle. Aber Angèle. Gib mir die Karte. Ich will dir etwas zeigen. Sieh dir diese Karte an. Paris. De Bureau. Das ist eins. Paris und De Bureau. Diese Kreuze, hier und da und überall. Dort sind Gleichgesinnte. De Bureau ist nicht allein. Geh und sag ihm, dass die Freunde leben. Nichts ist verloren. Bring dich zu ihm. Nicht weinen, Angèle. Du bist zu mir gekommen. Du als Einzige.
Immer bist du für mich da gewesen. Und ich... An dir hätte ich vieles gut zu machen. Aber nun ist es zu spät. Nichts ist zu spät, nichts ist verloren. Doch, Angèle. Alles ist verloren. Nein, Morak Labo. Kind, auch die Freunde können mich nicht mehr retten. Es ist aus. Ich habe gekämpft. Ich habe verloren. Wenn du wieder auf der Bühne stehst und lachst und spielst und singst, denk an mich. Wollen wir durch? Lustig, lustig, schneller! Los, runter! Fertig! Schloss, der Weg zur Küste ist gesichert. Die Leute gefallen mir heute nicht. Warum nicht, Meister? Sie sind so anders, so still. Thank you.
In die Zukunft wollen wir ziehen, die auf ihn verzichtet. Doch wir wollen ihm Siegeslauf immer memorieren. Augen auf, dann kann nichts passieren.